alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Glauben. Wir wollten euch ein bisschen anspornen in diesem Monat, in dem Monat Ramadan, der so die erste Woche, also die erste Woche ist schon vorbei und der auch ziemlich schnell, also ist er zu uns gekommen und wird auch ziemlich schnell wieder vorbei sein, dass man die letzten Tage auch noch ausnutzt, dass man wirklich sich vor Augen hält, wofür mache ich das Ganze, wo wollen wir hin? Wir wollen ins Paradies, wir wollen Allah, unseren Herrn, treffen. Das ist das Schönste sein, was es überhaupt gibt. Ich meine, wir Menschen, subhanallah, wir laufen hinter gewissen Dingen in dieser Dunya, ja, hinter Sachen wie Internet, wie Fernsehen, wie iPhone, wie Frauen oder Männer. Ja, Dinge, wo wir die unbedingt haben wollen, oder sei es auch ein Getränk. Manche wollen unbedingt ein gewisses Getränk trinken oder eine gewisse Speise zu sich nehmen zum Iftar, ja, damit sie das sozusagen genießen können. Der Genuss im Paradies ist weitaus mehr, als das hier auf dieser Erde ist. Vom Paradies ist gerade mal 1% an Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala hier herabgesandt worden auf diese Erde. Das heißt, 99% kommen dazu. Das ist unbeschreiblich. Das heißt, die Frauen und Männer im Paradies werden unbeschreiblich schön sein. Ja, und das Treffen mit Allah, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, wird das Schönste von allem sein. Es wird schöner sein als der Beistand mit der Frau oder dass man gewisse Dinge besitzt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, den Schleier von sich fallen lässt, sodass man ihn anblicken darf, das wird der Genuss sein, den du nirgendwo so anders zu spüren bekommst, und keiner wird davon genug bekommen. Und es wird zwei unterschiedliche Gruppen geben. Es wird einmal die Sabiqun geben, die vorausgehalten, die Allah subhanahu wa ta'ala am Morgen und am Nachmittag sehen werden. Und es wird diejenigen geben, die den Herrn nur einmal am Freitag sehen. Und wir wollen von den Vorausgehalten sein. Wir wollen unseren Herrn mehrmals sehen. Wir wissen, dass das das Schönste ist. Wir wollen unseren Herrn, wir wollen mit den Sahaba zusammen sein. Wir wollen nahe bei ihnen sein. Und nicht, dass die 500 Jahre Entfernung Stufen über uns wechseln. Weil jede Stufe ist wie ein entfernter Planet im Paradies. Das ist so riesengroß, unvorstellbar. Deswegen wollen wir euch sagen, nutzt eure Taten aus, in dem Monat, wir gehen können. Wenn wir von Belohnung sprechen, reden wir meistens nicht von Belohnung in diesem Leben, sondern Belohnung vom nächsten Leben. Und wir wissen auch ganz genau, dass wir nicht über die Taten ins Paradies kommen, sondern wir kommen über was? Über die Barmherzigkeit Allahs. Aber wie erreicht man die Barmherzigkeit? Über unsere Taten. Und wir möchten euch auch bitten, dass ihr unser Projekt mit unterstützt, unsere Moschee. Wir haben jetzt knapp 100.000 Euro zusammen und wir wollen in diesem Ramadan noch mehr sammeln, und das stimmt nicht, dass die Moschee zu ist. Vielmehr sind zwei Räume geschlossen worden auf baurechtlicher Ebene. Also wir haben da eine Nutzungsuntersagung bekommen, vorläufig. Aber es geht alles weiter, und inshallah werden wir auch unser Zentrum aufbauen. Auch egal, wie groß die Gegenwehr ist. Und wir werden auch weiterhin Dua machen und ruhig bleiben. Und werden uns für Allahs Sache weiterhin einsetzen. Und wir hoffen auf eure Unterstützung. Wir zählen auf euch. Bis dahin alles Gute.